Jetzt, wo alle da sind, Timo ist noch auf der Baustelle, kommt ein bisschen später. Er hat aktuell viel um die Ohren, was Bau angeht. Hab auch immer noch ein bisschen gut was zu tun aktuell im Haus. Ihr wisst ja selbst, ne, das ist nie so schnell fertig. Da ist immer noch was bisschen zu machen. Hab heute mal die ganzen Lichtbälle da installiert, der wo es bei Insta gesehen hat. Aber die muss ich auch noch besser verlegen. Sieht nicht so gut aus noch mit den Kabeln. Muss ich ein bisschen besser machen. Ja, Freunde, Teambau, ich weiß auch nicht. Könnte man auch mal ein bisschen umstrukturieren. Irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf Sidan. Weiß auch nicht wieso. Ist zwar schon stark, aber ist ein bisschen unbeweglich. Genauso wie Lotta. So, ich weiß es nicht. Sind so ein bisschen steif. Sind etwas steif. Spielt Lehmann. Oh ja, wir könnten auch noch ein bisschen am Team rumbauen, aber ich weiß gar nicht, was es noch so viel für Alternativen gibt. Insigne hat man ja noch geholt. R9 behalten oder verkaufen. R9 muss man behalten. Digga, der ist so krass. Guckt euch das an. Hat jetzt ein bisschen eingebüßt. 72 Spiele, 62 Tore. War die ganze Zeit gleich. Aber man muss auch sagen, Freunde, nix, was heißt nichts gegen das Spiel, aber wir standen, glaube ich, 14-3. Und ab dem, oder sogar 15-3, ich weiß es gar nicht mehr. Und ab dem 15. Spiel, es ging nichts mehr, Jungs. Es ging nichts mehr. Man hat nur noch Pfosten getroffen, nur noch Latte getroffen. Sieht man jetzt auch in seiner Statistik. Der war die ganze Zeit gleich, die ganze WL, seitdem wir den haben. Und ja, dann plötzlich so eine Scheiße. Vasco LP haut noch aus. Hallo Simon, kannst du dich nochmal erklären, was man beim Kauf eines Gaming-Monitors beachten sollte? Kann ich gleich erklären. Gaming-Monitor, wenn ihr euch einen Fernseher holt, oder ein Gaming-Monitor. Das ist erstmal scheißegal. Ihr müsst auf jeden Fall gucken, Reaktionszeit bei einem Gaming-Monitor meistens eine Millisekunde. Und dass es ein rein spezieller Gaming-Monitor ist und kein Monitor für Grafik. Der darf kein IPS-Panel haben. Das sieht zwar für Video schnell alles schön aus, aber zum Gaming ist es scheiße und zieht nach. Und wenn ihr euch einen Fernseher holt, ja, oder habt einen Fernseher daheim, Samsung, LG, die ganzen neuen Fernsehs können das auch. Bei Samsung, LG, Philips können sogar noch die alten. Macht den Game-Modus an, Freunde. So viele nutzen oder zocken FIFA ohne Game-Mode. Das ist ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte als Gaming-Berater hier mir einen neuen Job irgendwie machen. Selbst unser Fernseher hier vorne hat, glaube ich, 3 Millisekunden. Aber das ist scheißegal. Wenn du den Game-Mode anhast, dann passt es, Digga. Dann passt es einfach top. Und so viele, wir waren wie gesagt bei Fußballkameraden. Ich sag so, wie spielt ihr denn, ne? So, er sagt so, ja, hat extra in Fußballmodus reingemacht. Sagt, oh, das ist der schlimmste Fehler, den du machen kannst. So, das vorgefertigte Sehen, der Fernseher drin hat, einstellen, ja. Du musst den Game-Mode reinmachen, dann hast du so einen Delay, das ist einfach kacke. Thema Shisha, du siehst, aktuell ist die Shisha aus, weil, wieso, wenn Timo später kommt, es ist das Erste, was er machen wird, dahinter zur Shisha laufen, Stecker reinstecken und Dauerballern, ja. Ich muss ehrlich sagen, ist mir in letzter Zeit auch ein Ticken zu viel Shisha. Also daheim rauche ich absolut gar keine Shisha, weil wir es halt hier im Büro schon ziemlich oft machen. Immer wenn wir hier sind und sind am Stream, Freunde, dann ja, rauchen wir Shisha. Und ich sag mal, klar, am gesündesten lebst du, wenn du keine Cola trinkst, kein Zucker isst, keine Shisha rauchst, keine Zigaretten rauchst, keine Ahnung, dich an der freien Natur bewegst, kein Fernsehen guckst, nicht viel zockst, nicht weiß was ich. Aber das ist natürlich, funktioniert sowas nicht, Freunde. Man muss immer gucken, dass man es mit Maßen macht, ja. Und auch wieder irgendwie einen Ausgleich dazu schafft. Und deswegen will ich auch etwas weniger Shisha ballern in letzter Zeit, weil Maß ohne Shisha ist geil, finde ich übelst geil. Das Problem ist nur, wenn sie an ist, dann ziehe ich automatisch so oft dran. Ich merke dann halt selbst, dass es einfach zu viel ist, so, weißt du? Und deswegen will ich es auch einen Ticken reduzieren. Shisha ist fein. Ja, Shisha ist was richtig Feines. Man muss nur gucken, Shisha mit Cola zu vergleichen, passt, habe ich doch gar nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, wenn du gesund leben willst, ja. Zu viel Cola, zu viel Zucker ist auch ungesund. So meinte ich das jetzt, ja. Natürlich ist eine Shisha viel, viel schlimmer. Aber ich meinte einfach bloß, dass man muss es mit Maßen machen. Man kann alles mal machen, ja. Du kannst auch mal eine Zigarette rauchen. Ich rauche absolut keine Zigarette, habe es noch nie getan. Bin ich ehrlich, ja. Werde ich auch nie tun, schmeckt mir nicht. Aber ich sag mal, du kannst da auch mal dran ziehen, da wirst du nicht von sterben. Und auch wenn du mal eine rauchst, wirst du auch nicht von sterben. Es geht los, wenn du jeden Tag schon da hockst und sagst, Digga, ich brauche jetzt eine Shisha, ich brauche jetzt eine, so, weißt du. Ich sag mal so eine Shisha rauchen in der Woche, mal abends, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Aber wenn ihr es nicht macht, dann lasst es auch, ja. Wieso weiß das Zigarette dir nicht schmeckt? Allein wenn ich schon rieche, Digga, kriege ich schon das Kotzen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Ich weiß noch früher, wo ich noch zur Technikerschule gegangen bin. Mit dem, wo ich gefahren bin, hat geraucht. Wenn ich morgens in dieses Auto eingestiegen bin, ich jetzt Kotzen bekommen könnte. Ich hätte einfach es Kotzen bekommen können. Und deswegen, nein. Ich meine, ganz so ohne Shisha, wie gesagt, wenn sie läuft, dann bin ich der größte Suchti. Ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht selbst so. Wenn die an ist, muss ich die ganze Zeit immer dran ziehen. Mal ganz kurz Real Talk am Rande hier, ne? Ich habe es auch Dr. Ahano aufgenommen. Ich frage mich, wie kann man 28 Siege holen? Wie funktioniert sowas? Wir spielen immer eine Zeit lang gut. Wir haben so viel verkackte Schwitzerspiele, Freunde, ja. Und es soll jetzt kein Geheule sein, es soll kein Gewein sein. Wir haben so viel verkackte Schwitzerspiele, wo man einfach, genau dieser Bougelab, der holt auch 30 Dinger, ne. Wo man einfach
immer, ja, egal was er trifft, plötzlich ein R9, trifft einfach nur noch Pfosten, Latte. Egal wie, du machst 10 Mal in den Spielen davor, schießt du aufs kurze Eck, der ist drin. So. Aber dann, ja, sind die Spiele, da kannst du machen, was du willst. Du triffst nur noch Pfosten, Latte und die Spieler spielen sich wie Scheißdreck. Wie zur Hölle kann man einen 30-0 holen? Ernee hat 30-0, ja. Aber letzte Woche holt er nur 21 Siege, weil er sagt, Alter, ich hatte plötzlich viel, viel mehr Schwitzerspiele wie sonst. Auf unserem Account sind diese Dreck-Schwitzerspiele nur. Ich verstehe es nicht, wirklich. Also das verstehe ich nicht. Das Ding ist, Freunde, wenn halt so Burak und so und Erhan und Zugang sagt, ey, diese hier spielt echt gut so, ne? Ihr spielt nicht scheiße, ihr spielt gut, ruhig, Ballrolle, dies, das, Ananas. Aber keine Ahnung, wie man das macht. Das ist für mich höchster Respekt, wie die das schaffen, trotzdem so Spiele zu gewinnen. Das verstehe ich nicht. Bei uns ist wirklich immer so, der Schwitz zwischen Gold 1 und Elite. Jetzt diese Woche 18-8 Gold. Wir waren aber ziemlich abgefuckt und haben dann auch dementsprechend gespielt. Kommt natürlich auch dazu. Darf man sich auch nie einreden, Freunde, wenn man am Rummeckern ist und am Rumflamen, spielt man einfach scheiße. Ist einfach so. Aber wenn wir uns konzentrieren, wir sind immer Gold 1 und kratzen so, ja, Elite. Gold 1, Elite, bis jetzt in dem FIFA noch nicht gepackt, aber so war es auch FIFA 19, ja, war es dasselbe. Immer Gold 1, 22-8, sonst irgendwas. Ja, Timo kommt auch gleich. Und Freunde, mal ganz ehrlich, wir sagen mal nichts, aber wenn er kommt, beobachtet mal, was er als erstes macht. Und nein, er braucht keine Shisha. Oh, schöne Tür. Skid up! Ich habe Alejandro auf dein... Oh, das ist dein Kopf ist eingerostet. Und alles fit an der Stellerbau. Oh, ich kann nicht mehr. Wie immer halt, ne? Heute an der Ruf der Arbeit, Alter, schön ins Arschloch. Hin, Mittagspause gehabt, Alter, durchgeschubbelt. Hin neu ins Arschloch. Dieser Bäume ist ja immer, gell? Wo steht es aber? Hat es den Bilder reingeräumt? Ah, hat es reingeräumt, ja. Was macht er zuerst, Freunde? Was macht er zuerst? Also, es war so klar. Es war so klar, was du zuerst machst. Es war so klar. Ja, weil wir einen Fehler gemacht haben bei der Pfeife. Warum hast du einen Fehler? Ich hab mir bestimmt von AE umgeschrieben, so, und dann die ganze zufrieden. Warum? Aber es war so klar. Es wäre jetzt auch so gewesen, wenn das Ding nicht gewesen. Also, wenn. Nee, da hätte ich jetzt erstmal gegessen, ich hab mich Hunger wie ein Büffel. Aber Pfeife geht vor. Lachen sich alle kaputt. Die sind ja 17 da, was ist denn da los? Halt den Maul, streu doch kein Salz jetzt. Was ist denn da los? Guck dir dein VfB an. Ja, die sind noch in der zweiten Liga, die sind noch im sicheren Land. Aber das Gute ist, machen einfach deine Taktik. Wenn sie runtergehen, suche ich mir einen anderen Verein. Geh ich auch, was war Dortmund? Was gibt's noch? Wenn Bayern, dann geh ich wieder zu Bayern, glaube ich. War ich schon bei Bayern? Ich war noch nie bei Bayern. Ich war noch nie. Maul. Stuttgart bist du erst seit 2007. Und wo war ich? Ich war noch nicht Bayern-Fan. Du warst in Bayern. Bist du behindert? In 2007 war ich auch nicht Stuttgart. Ich bin seit 2003 Stuttgart-Fan. Seitdem ich Bundesliga gucke überhaupt. Seit 2007 und erstmal deutsche Meisterschaft. Ja, genau. Und du warst FCK-Fan, bis sie in der dritten Liga waren. Ja, hoffentlich hat es jeder gehört, dass du es zugibst. Ja, ich heiße ja nicht Timau. Jeder kennt dich. Du bist in der Fanszene. Als Maul! Wer ist denn früher als Dortmund so gut, war dann plötzlich mit einem Dortmund-Schlüssel rumgerannt? Hab ich heute noch. Ja, siehste? Warum? Wie kommt man zu Dortmund? Seit Tag 1 mit Tom immer mit zusammen. Ja, ja, ja. So viel verändern würde ich nicht, schon regen wir uns nur wieder auf beim Spielen, ne? Das ist auch klar. Wie ist denn hier von Ofen für Curry, wie sieht's denn da aus? Der ist richtig eingeboost. Ist er abgekackt? Ja. Boah. Schicken weg, schicken Wagen, schicken Rutschen. Das ist halt auch hochgefahren. Deswegen, das sind seine 10 Treffer, die er hätte sonst gemacht, sind da drauf gewandert. Schicken Rutschen. Stoßen ab, ne? Ja. Wenn du Eier hast, ne? Ziehst du durch bis kurz vorher. Ganz kurz mal gucken. Wenn du Eier hast, wer weiter nach vorne fährt? Um 100 Euro. Um 100 Euro bei der Currywurst. Guck mal. Gib her. Boah, das wäre sie gewesen. Um 100 Euro. Alter, das wäre mal ein Battle, oder? Der wäre weg gewesen, ne? Ich hab die Eier, gib her, ich mach. Bis kurz so knapp. Ich muss auch erstmal kurz antesten. Weiter mach ich denn! Hör auf! Boah! Weiter mach ich denn!
Junge, ah, das ist eklig. Wenn der Controller vibriert, scheiß Gefühl. Oh. Ich hatte aber ganz kurz, ich bin zu mal wenig, ich hatte dickere Eier, ne? Ich bin weitergefahren. Ich bin weitergefahren. Ah! Was, wie weit bist du denn gefahren? Hör auf, komm, wir lassen es jetzt, es geht nur schief, okay? Ja, wir lassen es wirklich.